zu U16. Ich weiß nicht, wie wir beim ersten Versuch gekommen sind, aber ich denke, das ist schon ganz gut. Na komm, Modi. Das schaffst du. Punkt tiefer gegen. Ach du Scheiße. Magma, Nebelebersamen, müssten wir jetzt alle verschwendet haben. Nein, Flugkiefer wird nicht belebt. Das auch nicht. Modi ist gleich am Arsch. Nein. Komm mit, Modi. Du musst ein bisschen sprinten hier. Na komm, Flugkiefer besiegen. Nein. Nein, nicht Flugkiefer Zwergi besiegen, sondern Zwergi Flugkiefer besiegen. Oh wei. Und wo ist der Ausgang hier? Zwergi braucht ein bisschen Heilung. Das wäre schön, wenn man sich in den Lava-Bädern aufheilen könnte. Das wäre eine gute Idee. U17. Langsam wird es hier kritisch. Einen Apfel haben wir nicht mehr mit dabei. Ja gut. Ja, ich bin gleich erledigt. Weitergehen. U18. Mal schauen, wie weit wir hier kommen. Ich bin auf jeden Fall hungrig. Danke, Modi. Das war eine gute Sache. Geh nicht wecken. Das wäre blöd. Ah, jetzt bringt mich der Hunger um. Verdammt, wir haben noch keinen Apfel mehr mit dabei. Samen bringen jetzt hier nicht sonderlich viel. Zwei bringen das. Frage der Lehre, was bringt das? Viel Hunger bringt das nicht. Kastanie. Oh, das bringt einiges. Die Kastanie bringt was. Sehr gut. Keine Heilung. Aber zumindest ist der Hunger erstmal weg. Sodass die nächste Leiter, Treppe, Tür. U19. Na komm, bis U20 schaffen wir es heute. Kacke. Jetzt haben wir keine Belebersamen mehr. Müssen wir so auskommen gegen Krudon. Und das wird wohl nix. Das kann ich ja hier schon mal vorhersagen. Dass nichts Gutes werden kann. Auwei. Rückzug. Greif mit an, Body. Sehr gut. Großer Raum. Hier kann viel kommen. U20. Oh, scheiße. In die Richtung hier. Nein, das könnte mein Ende sein. Ich bin sehr schlecht. Na komm, aushalten. Modi. Sehr gut, jetzt hier ein bisschen Heilung. Modi ist vergiftet. Müssen wir schnell zur nächsten Tür. Ich muss den Modi gerade. Na komm hinterher. Siehst doch, wo ich bin. Modi, halt's durch. Ist bloß nicht irgendwo reinrennen. Und überlegt. Das ist die nächste. Das ist der große Raum. Mal rüber. Hier haben wir gleich einen Gegner. Okay, ich bin wieder halb geheilt. Sehr gut. Quer durch den langen Raum. Na komm. Der hält das durch. Okay, jetzt ist er tot. Puh. Eine sehr knappe Sache hier. Manchmal. U21. Ich habe ja auf 25 getippt. Mal schauen, wie nah ich daran mit meinem Tipp lag. Werden wir ja gleich sehen, falls ich so weit komme. Falls wir so weit kommen. Okay, mit Hunger habe ich jetzt kein Problem mehr.
Aber mit Sternen habe ich gleich ein Problem. Top-Äther. U22. 25 wäre auf jeden Fall hier eine gute Zahl für das Dungeon. 23. So weit sind wir auf jeden Fall beim letzten Mal nicht gekommen. Oh Kacke, wenn wir jetzt einen Schritt machen, wird es auf jeden Fall aufgeweckt. Oh, nee, wird's nicht. Sehr gut. Och Mann, Modi, was machst du denn da? Du hast gleich angegriffen. Ich wollte doch fliehen hier. Das Riesending hier angreifen. Bist du neben zum müde, Modi, oder was? Scheint mir fast zu. Ich setze hier mal ein bisschen nach oben. Oh, Kacke. Und ich bin tot. Kacke. Jetzt mit Modi hier weitermachen. Wenn wir jetzt gleich zum Boss kommen, haben wir noch gute Chancen. Dann wird es zwar nicht wieder belebt. Wenn nicht, ja, dann weiß ich auch nicht. Sehr gut. Wir haben auf eine Zwischenebene geschafft. Items lagern, Items holen. Dann können wir eigentlich im Prinzip alles hier, was wir haben, erstmal. Okay, die AP könnten wir wieder herstellen, das wäre nicht so schlecht. Top Ether noch beheilen. Behalten wir. Ja, die Käse können wir ja. Was soll denn der Mist? Samen brauchen wir vielleicht noch zum Essen. Ja. Fähigkeiten, ja, Schlaforb. Obwohl, den könnten wir vielleicht mal gebrauchen, falls wir daran denken, den einzusetzen. Lass mal auf die Box. Haben wir noch was hier? Haben wir noch Heilungs-Items, die wir hier mitnehmen können? Sinnebeeren oder Belebersamen, die ich übersehen habe. Appellorb, Lethargieorb. Knoblauchorb, Fliehorb. Bringt uns alles nichts. Schlafzweig. Nehmen wir noch mit. Wenn wir da denken, Schlafzweig ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, gehen wir mal weiter. Dürfte nicht mehr lang sein bis zum Inneren der Höhle. Top-Elixir können wir mal trinken. Auf Modi. Ist noch Top-Ether auf. Zwei. Noch eine Attacke können wir auch. Ist ja jetzt unnötig gewesen. Ich würde gerne das Teammitglied wechseln hier. Wie haben wir das gemacht? So, das Zwerge wieder anführt. Wir sind wieder geheilt hier. Sehr gut. Guck mal hier. Von der Energie starten. Und ich bin hier gleich wieder besiegt. Was soll denn der Mist hier? Und das Zwerge wieder K.O. Das gibt's doch hier nicht. Oh, nix. Müssen wir jetzt mit Modi zu Ende kommen. Wenn nicht, kommen wir ja wieder auf die Ebene, auf die Zwischenebene zurück. Oh Kacke. Ganz verloren haben wir jetzt nicht. Das ist jetzt quasi U1. Aber U24. Ich hab verkackt. Ja, mit Level 34, Prof. Ich bitte euch. Da kommt ein riesiges Onyx. Hier durchs Labyrinth uns schlängeln. Ja, der Prof, der wird gleich besiegt sein. Ich vertraue auf ihn, aber die drei Pokémon auf einmal hier. Wir haben es gleich. Wir haben uns gleich. So rum. Nein. Haben wir abbrechen? Wieso das? Bitte auf die Zwischenebene zurück. Oder was? Dankeschön. Ja, wollen wir hier nicht mit dem Drin abbrechen.
Jetzt haben wir natürlich alle Items verloren. Aber wir hatten ja nichts mehr Großartiges mit den Schlafzweigen und den ganzen Müll. Ja gut. Zurechtkommen. So, jetzt mal ein bisschen Concentration bei der Game. Konzentriert euch. So, nehmen wir jetzt Zwergi voran. Und da kommen die Gegner. Und Zwergi kann zum Glück schon Flammenfunkenflug hier ein bisschen aus Entfernung. Das ist eine gute Idee. Geowatz. Ich weiß ja nicht. Ich lasse die vorsichtshalber lieber auf der Strecke. Auch wenn es vielleicht nicht die beste Idee ist, aber. Ja. Wenn die Explosion in meinem Team einsetzen, schadet sich auch mir. Das ist ein bisschen. Ja. Ist nicht toll. So weitergehen. U25. Habe ich falsch gelegen mit meiner U25. Es sei denn, wir kommen jetzt gleich auf U26 beim Boss an. Das wäre es natürlich. Wenn nicht, dann ist es auf jeden Fall U30. Würde ich eher sagen U30. Na komm, durchhalten. Jobei. Ach, verdammt. Die Onyx, die hauen hier ordentlich rein. Das ist jetzt hier. Ist kein schlechter Gegner. Ein wildes Onyx hier. Nicht zu unterschätzen. Nächste Treppe. U36 habe ich richtig gelegen. Sehr gut. Na, wie wir uns hier im Bosskampf beweisen. Oh, scheiße. Ohne Belebersamen, ohne Sinnebären. Das kann ja gegen Kruder nichts werden. Ich frage mich, wo wir sind. Wir dürften schon ziemlich weit vorgedrungen sein. Ein Erdbeben. Puh. Es hat aufgehört. Ich halte Gruder und schon mal auf jeden Fall für einen harten Gegner. Dass wir ihn so einfach besiegt kriegen, Fürst 2, das halte ich ja für unmöglich. Sind da aber immerhin nur zwei Ebenen dazwischen. Ach, ich habe keine Items. Ach, verdammt. Sieh nur Zwergi, da drüben. Hey, alles in Ordnung. Los, kommt wieder zu euch. Uff. Was ist denn hier überhaupt passiert? Grudon hat uns zu Kleinholz verarbeitet. Grudon! Ah, wir hätten hatte nicht den Hauch einer Chance. Oh, okay. Und was ist mit Simsana? Wo steckt er? Simsana kämpft noch immer gegen Grudon. Ich würde ja gerne helfen, aber ich habe keine Kraft mehr. Zwergi, wir müssen uns beeilen. Seid vorsichtig, wir kommen nach, sobald wir wieder fett sind. Ach du Scheiße. Und wie soll das jetzt schaffen, oder was? Oh, hier steckst du also, Simsana. Ist mit dir alles in Ordnung? Ach, ihr seid es. Tretet ja nicht näher. Mit diesem Gegner ist nicht zu spaßen. Hier kommt es. Es kommt. Wo? Grudons Auftritt. Grudon tritt hervor. Simsana! Simsana ist wie vom Erdboden verschluckt. Ob er besiegt wurde? Um Himmels Willen, jetzt sind wir an der Reihe. Aber wir werden uns nicht kampflos ergeben. Naja. Er wird durch Mitkampf agieren. Grudon. Ach du Scheiße. Zeigen wir ihm, aus welchem Holz wir geschnitzt sind. Lasst alle Hoffnung fahren und rennt. Flieht ihr daran? Die Erde bebt bedrohlich. Der ist doch eben mit Level 40. Aua. Aus einem gewöhnlichen Naturphänomen eignet sich. Magma strömt durch die Ebenen des Dungeons mit. In dem Erdstoß landen die Pokémon an einem anderen Ort. Na toll. Kommt ein Pokémon, das nicht dem Typ Feuer angehört, mit Magma in Berührung, wird es aus dem Zustand Brand versetzt. Na, sehr toll.
Ich sollte mal vielleicht wechseln. Jetzt müssen wir ja taktisch überlegen. Auf den Boden strömt Magma. Na gut, müssen wir erstmal mit dem Kollegen kämpfen. Ist gerade am nächsten dran. Versuchen mit Zwergi ranzukommen. Das Magma breitet sich aus. Eigentlich kann ich doch quer durch den Raum schießen. Aber auf die falsche Stelle. Ach, Molly. Kacke. Wie gesagt, wir sind eher hoffnungslos. Wir sind hier hoffnungslos. Und auch das ist, hat hier keinen Sinn. Wir sind auch zu schwach. Abenteuer abbrechen. Was hilft's? Ja gut, gegen Grudon. Wir können es versuchen. Wir können es noch ein paar Mal versuchen, aber ohne Beleber und ohne Sinnebären scheitern wir hier nur. Ich versuche es, glaube ich, noch einmal. Ein Versuch mache ich hier noch. Dann würde ich es offscreen mal versuchen. Jetzt haben wir hier natürlich auch nichts. Das ist ja sehr großartig. Jetzt machen wir erstmal durch diese zwei hier, durch die zwei Ebenen kommen. Das musst du erstmal schaffen mit zwei Onix jetzt hier. Na, vielen Dank. Ich bin jetzt schon am Ende. Na komm. Da schlägt sich dieses Georatz rein. Am Arsch. Und wir haben zwei Onix auf einmal. Na, danke schön. Neben Hilfe bitten bringt auch nichts. Gut, Wir versuchen es nochmal zur Spitze zu kommen und dann nochmal mit einem Versuch noch den Graudon. Das will ich heute noch hinkriegen. Graudon und der Graudon. Wie auch immer, ich nenne ihn mal Grudon. Ich werde wahrscheinlich alles sagen. Alle Varianten ist auszudrücken sagen. Aber einen Erfolg hatten wir heute schon. Erstens sind wir so weit gekommen, wie nie zuvor. Wahrscheinlich durch das Leveln. Für Grudon sind wir wahrscheinlich immer noch nicht stark genug. Und zum zweiten habe ich richtig geraten, was die Ebenen anging. Ich habe 25 gesagt und ja, gut, 26. Dann zählt man die Grudon-Ebene nicht mit. Ist das doch alles richtig. Ja, geh mal hoch. Ach du Scheiße. Das war die falsche Richtung. Zwei Onix. Warum sind Onixe hier so gut? Jemand mit Zwergi kämpfen. Kommt gleich Lass uns vorsichtig sein. Ja, vorsichtig sein ist ja nicht schlecht. So, jetzt schnell die Treppe finden, die es duckt. Abhauen hier. Wir sind ja so schnell hierher gekommen. Kämpfmodi. Ein Onix erscheint. Schnell weg hier. Flieht inneren. So, Graudon, ich komme. Jetzt komm doch mal. Ja, diesmal beziehen wir den Mut zusammen draußen. Ja, wenn wir irgendwo anders hin teleportiert werden, dass man taktisch mit dem Kampf, wenn er dann da ist, aber. Puh. Kampf gegen Graudon. Das kann doch nichts werden. Jetzt werden wir gleich wieder teleportiert. Er lebt bedrohlich. Eine sehr ungünstige Ausgangslage. Ich kann zum Glück auch von hier aus treffen. Auch aus dem Boden strömt Magma. Vielleicht ist das unsere Chance. Nicht von hier aus. Das braucht besiegt, na gut. Vielleicht habe ich da einigermaßen gute Überlebenschance. Mit Flammenwurf von hier aus einiges mache. Immerhin, das
Das bringt ein bisschen Schaden. So schlecht ist das nicht. Mann, der sich noch auf Mordi konzentriert. Mordi K.O. Das bin ich auch gleich geliefert. Sandy kriegt das jetzt noch hin. Da wir ordentlich vorher geliefert haben. Na komm. Wieder Angriff und Treffer. Na komm, das wird nichts. Ja gut. Aber die Idee mit dem von weitem Treffen ist schon mal eine gute Idee. Damit haben wir schon einigen Schaden gemacht. Ja gut, ich versuche es offscreen nochmal. Vielleicht schaffe ich es offscreen nochmal durch Zufall. Aber gut. Für die Aufnahme jetzt erstmal muss das reichen. Gut, durch nach oben sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid und den nächsten Part nicht verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen fröstlichen Tag und wir sehen uns in diesem Part oder im nächsten Part. Ich mache aber erstmal eine Aufnahmepause. Bis dahin, haut da rein. Ich hoffe, ich kann hier speichern. Ciao, ciao.